Hallo, moin moin und herzlich willkommen zu einem neuen Video von Jörg, Joggle 66, Stunde der Wahrheit. Heute Abend haben wir uns wieder mal eingefunden, um die nächste Lesung, meiner Rechnung nach die 23. aus dem wunderbaren zweiten Band von Karl Theodor Griesinger zu machen, wo er uns über die Jesuiten erzählt, dass die ganze... Ach ja... Ich vergesse es. Ich komme niemals auf den Titel, um den zu behalten. Ja? Es heißt mit anderen Worten, vollständige Geschichte ihrer offenen und geheimen Wirksamkeit von der Stiftung des Ordens bis jetzt. Ich kann das einfach nicht behalten. Wir sind im sechsten Buch, die Erlaubnis zu Mord und Totschlag, im vierten Kapitel, der große Handel um Paraguay, und wir sprechen ja jetzt über die Sache von dem Marquis de Pombal. Das ist schon ein paar Tage her, dass ich das Buch noch gelesen habe. Ich muss da selber erstmal wieder reinkommen, weil ich lese im Augenblick so viele verschiedene Dinge und alles ist so super interessant, dass ich gar nicht mehr weiß, wo wir genau hier in diesem Buch sind, aber wir haben noch, ich glaube, 7 Seiten ungefähr und dann geht das neue Kapitel los. Aber ich bin heute über Skype verbunden mit meinen beiden Brüdern in Deutschland, dem Michael, der hier nicht so weit weg von mir wohnt, und dem Viktor, der ein bisschen weiter wohnt. Aber es geht nicht darum, wie weit sie weg sind körperlich, es geht darum, wie dicht sie mir geistig sind. Und dafür sind es alles beide wunderbare, geliebte Brüder von mir. Herzlich willkommen, Michael, zu der Lesung heute Abend. Alles gut? Wie geht's dir soweit? Ja, hallo, guten Abend allerseits. Ich freue mich, heute Abend hier sein zu dürfen und sag einfach mal so, ich bin zwar räumlich näher bei dir, aber dafür habe ich auf jeden Fall die schlechteren klimatischen Verhältnisse als Viktor zu bieten, der ja richtig schön da oben irgendwo in einer Hansestadt sitzt und das Wasser runterplätschern hört. Und deswegen ist hier eigentlich im Augenblick draußen nur kalt und dunkel und nass. Und da kann man am besten hier hinsitzen, sich irgendetwas Warmes machen und deiner Stimme lauschen, damit man mal wieder abends etwas lernt und nicht den ganzen Tag einfach nur irgendwo blöde rumsitzt und arbeitet. Und dafür bin ich heute Abend hier und ich hoffe, dass auch die Hörer da draußen heute eine ganze Menge wieder dazulernen. Nicht nur über Paraguay und Portugal, sondern halt über sonstige Tricks und Finessen. Denn man kann die andere Seite viel besser einsortieren, wenn man halt einfach ihre Tricks versteht. Und dann gebe ich jetzt ab in die schöne Hansestadt Hamburg zum Viktor. Ja, hallo, moin moin. Und ja, vielen Dank, dass ich auch wieder dabei sein darf. Es ist in der Tat heute sehr warm gewesen, muss ich auch sagen. Also überraschend, dann hat sich hier irgendwie wohl so ein Korridor gebildet, das etwas mehr, ja, mildere Luft hier offenbar vorbeigezogen ist oder vorbeizieht gerade. Ja, nichtsdestotrotz freue ich mich auch dann jetzt mit euch die Lesung zu beginnen und bin gespannt, was uns der Autor zu offenbaren hat. Ja, bei uns ist es heute hier eher kühl. Also wenn das bei euch so schön warm ist in Hamburg, dann beneide ich euch da beinahe ein wenig von. Gut, wir lesen also weiter über die Geschichte des Marquis de Pombal hier in Portugal. Ganz interessant, was wir bis jetzt ja gelesen hatten. Ich nehme auch gleich mal das richtige Bild hier von ihm damit bei, dass wir das hier bei haben. Wir sind auf Seite 271 in dem PDF und lesen dort dann jetzt weiter. 11 der Beschuldigten oder der Schuldigsten unter den Jesuiten saßen, wie wir gesehen haben, seit dem 12. Januar 1759 wohlverwahrt im Gefängnisse. Die übrigen waren in ihre Häuser interniert und wurden von Soldaten bewacht. Allein hierbei konnte Pombal natürlich nicht stehen bleiben, indem halbe Maßregeln noch nie etwas taugten. Und ganz sicher nicht gegen die Jesuiten. Somit erschien 6 Tage nach ihrer Verhaftung ein königliches Edikt, welches befahl, alle beweglichen und unbeweglichen Güter der Söhne Loyolas, alle ihre Renten, Einkünfte und Gnadengehalte mit Beschlag zu belegen und alle Verbindung dieser Ordensleute mit den Einwohnern Portugals aufzuheben. Dieses Edikt wurde mit aller Strenge durchgeführt und trug dem Staate schwer Geld ein. Man fand nämlich nur allein in den Missionskassen des Hofspitiums zum heiligen Franz Borgia so viel Barschaft, also Bargeld, dass man zu ihrer Fortschaffung 15 Tage Zeit brauchte. Und wenn auch in den übrigen Jesuitenhäusern die Geldvorräte minder bedeutend ausfielen, als man gehofft hatte, so fand man dagegen in den Magazinen eine solche Masse von Zucker, Kakao, Vanille und anderen Artikeln, dass die Versteigerung derselben ganze Wochen in Anspruch nahm. Zu gleicher Zeit mit dem Konfiskations
Edikte ließ Pombal in einer Schrift, die in Masse unter dem Publikum verbreitet wurde, die gottlosen und aufrührerischen Irrtümer enthüllen, welche die Jesuiten den hingerichteten Missetätern beigebracht hatten, und verlangte von der hohen Geistlichkeit Portugals, dass sie ihn in seinem Verfahren gegen den Orden Jesu unterstützen sollen. Die sämtlichen Bischöfe des Landes entsprachen seinem Ansinnen, und da viele derselben eigene Hirtenbriefe erließen, in welchen sie das bisherige ebenso schädliche als schändliche Treiben der Sünde Loyolas mit derben Worten auseinandersetzten, so fing auch das niedere Volk nach und nach an, von seiner ihm immer noch anklebenden Verehrung gegen die Sozietät Jesu abzulassen. Endlich, nachdem auch dieser Zweck erreicht war, wandte sich die portugiesische Regierung an den Papst zu Rom, damit auch dieser als der oberste Richter und Regent über die gesamte katholische Geistlichkeit der Welt seine Zustimmung zu den bisher getroffenen sowie zu den ferner noch zutreffenden Maßregeln gebe. Das betreffende Schreiben ging unterm 20. April 1759 an ihn ab, und Pombal gab seine Heiligkeit darin zu verstehen, dass sein König und Herr gesonnen sei, sämtliche Jesuiten aus seinem Staat zu entfernen, indem keine Hoffnung mehr übrig bleibe, durch gelindere Mittel sich vor ihren Ränken und Machtstellungen zu bewahren. Natürlich aber tat dies Pombal nicht, ohne der römischen Kurie, also der Kardinalsversammlung, in einer beigelegten, sehr umfangreichen Denkschrift den Beweis von jenen Ränken und Nachstellungen zu liefern. Er tat es nicht, ohne darzutun, welche verderbliche, hochverräterischen Pläne die Söhne Loyolas in Paraguay verfolgt und wie sie den erwiesenen Tatsachen seither nur verwegene Lästerungen entgegengesetzt hätten. Er tat es nicht, ohne die Belege mit einzusenden, dass jene Patres, nachdem sie als Beichtväter vom Hofe entfernt und durch einen Erlass des Patriarchen von Lissabon vom Beicht- und Predigtamt ausgeschlossen worden seien, eine schändliche Verschwörung gegen das Leben des Monarchen anzettelten, durch welche sie eine gewaltsame Änderung in der Regierung Portugals zu ihren Gunsten herbeiführen wollten. Gestützt auf diese letzteren Belege verlangte dann schließlich Pombal ein päpstliches Breve, welches ihn bevollmächtigte, geistliche Personen, welche sich des Hochverrats gegen König und Staat schuldig machten, den weltlichen Tribunalen zu überliefern. Denn die Söhne Loyolas besaßen nach ihren Statuten die sogenannte Immunitas Ecclesiastica. Ja, das ist die Exemption, also Befreiung, ja, oder Befreiung vom gewöhnlichen Gerichtsstande im ausgedehntesten Sinne des Wortes. Und wenn man ihnen daher ohne vorherige päpstliche Bevollmächtigung den Prozess machte, so hätten das ist komisches Deutsch hier, aber es wird wohl richtig sein, so hätten können später Einsprachen erhoben werden. Wir würden heute sagen, so hätten später Einsprachen erhoben werden können. Damals hat man die Sätze vielleicht noch ein wenig anders geschrieben. Also ich finde das einen ganz wichtigen Punkt, den wir hier gerade eben besprechen. Die Jesuiten haben eine Immunitas Ecclesiastica, eine kirchliche Immunität. Und das ist im Grunde heute nicht viel anders. Wenn wir uns in der Welt umschauen, überall, wo es Skandale gibt, wo der römisch-katholische Klerus im Grunde vor Gericht gestellt werden sollte, da ist das auch heute noch sehr schwierig, selbst bei dem ganz normalen Priester. Ich spreche jetzt nicht davon, wenn der zu schnell mit seinem Auto gefahren ist und dann da vielleicht irgendwo vom Richter im Landgericht stehen muss oder sowas. Aber ich spreche zum Beispiel, wenn wir an die ganzen Verfahren denken, die ja gegen Priester eingeleitet werden sollten, wenn sie sich zum Beispiel der Pädophilie oder anderen Kindesmissbrauchs zum Beispiel schuldig machen. Und das fällt mir jetzt gerade eben deswegen so ein, weil ich im Augenblick das Buch lese von über die Moraltheologie von Alfonso Liguori, das Robert Grassmann im 19. Jahrhundert ins Deutsche übersetzt hat und das ist dann am Anfang des 20. Jahrhunderts in Deutschland erschienen ist. Ein ganz grausames Buch, was ich in der Zukunft auch lesen werde. Und wenn man sich dann die Moraltheologie der Jesuiten durchliest, dann sträubt sich einem noch mehr das Rückenhaar auf, wenn man hier liest, dass sie eine
Immunität besitzen gegenüber staatlichen Gerichten. Wie kommt so etwas eigentlich geschichtlich zustande? Das ist eine interessante Frage. Und das ist eigentlich nur damit zu beantworten, dass die römisch-katholische Kirche seit jeher behauptet, dass die geistige Macht über der weltlichen Macht liegt. Die römisch-katholische Kirche hat sich von Anfang an angeeignet, dass sie behauptet, der Nachfolger Petrus zu sein. Und Petrus hat von Jesus die zwei Schlüssel bekommen. Unter anderem eben ausgelegt als die Schlüssel über die weltliche Macht und die Schlüssel über die spirituelle, die geistige Macht. Und diese geistige Macht liegt über der weltlichen Macht. Und deswegen sagt der Papst, wir sind ja auch vorher schon drauf eingegangen, in den Lesungen von Romanismus und die Reformation, ja, da hatten wir die Dekretale von Isidor gelesen und wir hatten von der Schenkung von Konstantin gehört. Diese gefälschten Papiere sind an der Basis dessen, dass der Papst die geistliche und die weltliche Macht in dieser Welt usurpiert, ja, aufsaugt, in sich selbst anmaßt. Und wenn die geistliche Macht also in der Stellung der römisch-katholischen Kirche immer über der weltlichen Macht steht, dann kann ja ein weltliches Gericht einen Jesuiten oder überhaupt einen Katholiken aus dem Klerus, also einen Priester, Bischof, Kardinal oder wie auch immer, in welcher Funktion in der Kirche tätig, überhaupt nicht richten. Und darauf berufen die sich hier. Und das ist eben das Problem. Und wenn man sich solche Dinge anguckt, wie zum Beispiel diese ganzen Kindesmissbrauchsskandale in der Zeit, wie zum Beispiel in diesem Film, den ich immer wieder anhole da, vom Boston Globe, Spotlight, wenn man sich das anschaut, der Film endet nicht mit einem Happy End, ihr müsst euch den mal anschauen. Der Film endet damit, dass eben auch diese ganzen Priester halt in andere Diözesen, in andere Gemeinden oder was versetzt werden. Dann werden die einfach woanders versetzt und machen da aber genau weiter. Die römisch-katholische Kirche kriegt die Aufsicht über diese Leute. Mit anderen Worten, hier wird der Fuchs zum Aufpasser des Hühnerhauses gemacht. Ne? Oder wie man so schön in Deutschland auch sagt, der Bock zum Gärtner. Aber es ist noch viel schlimmer, wenn der Fuchs der Aufpasser des Hühnerhauses ist. Weil er macht dann nämlich, was er will. Und genau das ist mit der römisch-katholischen Kirche so. Und dass hier im 18. Jahrhundert durch den Pombal jetzt versucht wurde, die Jesuiten ganz aus dem Land zu reinigen, das ist im Grunde ein Beispiel, was sich der Bismarck auch genommen hat. Der hat es in Deutschland auch versucht, aber Bismarck hat es bei weitem nicht so durchgesetzt, so intensiv durchgesetzt, wie das hier in Portugal durchgesetzt wurde zu der Zeit. Hier hat es ja sogar geschafft, der Pombal hat es ja geschafft, das muss man ihm ganz hoch anrechnen, dass sogar das ganze Volk sich inzwischen den Jesuiten abgekehrt hat. Sogar das Volk, das so leicht beeinflussbar ist, und ich sage mit Absicht ist, nämlich heute ist und damals war, der Otto-Normalverbraucher, wie wir sagen, der John Doe, der Mann auf der Straße, der einfache Mensch, der ist unglaublich leicht beeinflussbar. Und sagt mir jetzt nicht, oh Jörg, da bist du voreingenommen. Nein, das bin ich nicht. Schaut euch doch mal um, wie leicht beeinflussbar die Leute sind. Nur diejenigen, die wirklich noch die zwei Synapsen im Hirn zusammenlegen können und noch für sich selbst denken können, sind da ein klein wenig anders. Aber die große Masse der Menschen ist da anders. Ja? Die sind einfach leichtgläubig und leicht beeinflussbar. Aber selbst dieses Volk hat sich von den Jesuiten abgekehrt hier in Portugal. Zumindest damals. Ich will ja gar nicht sagen, dass das heute immer noch so ist. Aber damals zumindest. Und deswegen ist es sehr wichtig für den Pombal dafür zu sorgen, diese kirchliche Immunität, diese Lehre der römisch-katholischen Kirche zu durchbrechen. Nur das Problem ist, das sehe ich doch gleich, wenn ich mich ein wenig mit dieser Sache auskenne, wenn er an den Papst schreibt, dass diese kirchliche Immunität für die Jesuiten aufgehoben werden soll, dann ist das für den Papst eine Prinzipienfrage. Und dann heißt das ja, heute machst du das beim Jesuitenorden, morgen machst du das bei den Franziskanern, übermorgen bei den Dominikanern, den Tag drauf bei den Augustinern und dann bei den Zisterziensern und so weiter und so weiter und so weiter. Am Ende untergräbst du damit die Autorität des Papsttums. So, ein Anfall auf die Jesuiten mit anderen Worten, und so verstehe ich diese Lesung hier. Ein Anfall auf die Jesuiten hier wird im Endeffekt als ein Anfall auf die römisch-katholische Kirche im Allgemeinen angesehen. Und wenn der Papst das auf die Art und Weise versteht, dann wird er den Pombal niemals so
die Mittel geben, die er eigentlich braucht, um die Jesuiten aus seinem Lande zu schaffen, weil er schlussendlich ja sogar die römisch-katholische Kirche angreift. Und der Papst wird vielleicht viele Dinge zugestehen, die Dinge unter seiner Hierarchie angehen. Aber wenn im Grunde seine eigene Lehre, seine eigene Autorität angegriffen wird, dann wird er ganz sicherlich nicht mehr mitspielen. Das ist jetzt nur, wie gesagt, ich habe es vorher nicht gelesen, wir werden ja sehen, wie es weitergeht hier. Aber ich gehe mal davon aus, dass der Papst sich da nicht so 100% mit einverstanden erklären wird. Und außerdem hat dieser Papst, der im Augenblick hier regiert, der Clement der 13., ja schlussendlich auch mit seinem Leben bezahlt für die Dinge, die er getan oder nicht getan hat. Ich wollte nur mal eben auf diese kirchliche Immunität zu sprechen kommen. Das ist eine ganz furchtbare Sache und die gibt es heute immer noch. Deswegen kommen kirchliche Vertreter, die irgendwelche, ich sag jetzt mal, Straftaten begangen haben in unserem System, nicht vor ein normales Gericht gestellt werden. Heute immer noch. So, das musste ich mir mal eben von der Seele reden. Habt ihr, Michael oder Viktor, da vielleicht auch noch eine Bemerkung zu? Also du kannst ruhig weiterlesen. Wir können ja im Endeffekt nachher mal ein Resümee ziehen, nachdem dieses Kapitel dann vorbei ist. Natürlich können wir ein Resümee ziehen, aber es ging mir darum, ob ihr jetzt vielleicht was auf dem Herzen liegen habt hierzu. Aber wenn nicht, dann lese ich halt weiter. Okay. Also mir ist auch aufgefallen, wie du sagtest, so eine gewisse Art Kulturkampf in Portugal, ne? Wenn man das so, ja. Den Informationen jetzt, die man jetzt aus dem Buch jetzt rausliest. Klingt das ähnlich, wie du auch sagtest, so mit Bismarck, nur eventuell war es sicherlich zu Zeiten von Bismarck nicht so intensiv. Oder es wurde nicht so konsequent auch, sag ich mal, durchgesetzt, dass man die Jesuiten und sicherlich auch, wusste auch der Bismarck bis zum gewissen Punkt, dass der Kaiser ja letztendlich trotzdem ein Katholik ist und zerfahrene Situation, ja, kann man letztendlich auch so sehen, auch in Portugal. Wie du sagtest, auch wir haben ja auch heute noch diese Situation, dass letztendlich ja diese Puppen des Vatikans, die in den, sag ich mal, die Statthalter, die in den jeweiligen Ländern, Nationen eingesetzt werden, ja auch eine gewisse Immunität ja haben, ne? Also, das ist ja mein Reden, was ich gerade sagte. Ja, wenn du einen Priester oder sonst irgendeinen wegen irgendwelcher Vergehen anklagen kannst, dass du ihn vor weltliche Gerichte gar nicht schleppen kannst. Ja, das ist diese Immunität, ja. Ja, und das ist ja selbst, aber ich meine jetzt sogar, dass das teilweise sogar noch bis in die, ja, ich sag mal, diese, ich will jetzt nicht sagen, Demokraten letztendlich, kann man ja sagen, ne? Dass die ja irgendwo ab einem gewissen Punkt ja auch eine Immunität genießen, ne? Aber du redest jetzt von Politikern. Ja, genau. Ja, das ist ja wieder noch eine andere Sache, dass die irgendwelche, also Diplomaten, Politiker und solche, dass die auch eine gewisse Immunität besitzen. Das ist richtig. Aber die kirchliche Immunität ist ja im Grunde noch viel schlimmer, weil wir ja sehen, wie durchtrieben die Kirche ist. Und wir dürfen ja einen Punkt, sollten wir, glaube ich, Viktor, nie aus dem Auge verlieren. Die Politiker oder die Menschen, die die Politiker spielen, sind ja im Grunde auch nur der Kirche untergeschickt. Die Kirche regiert darüber. Eben, das meine ich ja. Das sind ja die Puppen, die an denen sie die Fäden ziehen. Genau. Das war mein Punkt. Selbst wenn sie dann mal eine Puppe von diesen Politikern opfern, sage ich jetzt mal, um die vor Gericht stellen zu lassen oder was auch immer, oder zum Beispiel auch Herrscher, also Könige oder was weiß ich, zur Not den Kopf abschlagen lassen, um das Volk auf die verkehrte Richtung zu bringen. Es ist immer noch die Kirche, die darüber steht und die da die Strippen zieht. Es geht eben darum, diese Strippenzieher, deren Immunität nehmen zu können. Nur wie gesagt, das habe ich probiert jetzt deutlich zu machen. Wenn der Papst dem zustimmt, dass das bei den Jesuiten passiert, dann gibt er im Grunde prinzipiell dem Staat Gewalt über die Kirche. Wobei die Kirche von Anfang an sagt, sie hat Gewalt über den Staat. Und das geht nicht. Ja, richtig, guter Punkt. Es ist ja auch so, dass es mal auch in einigen Ländern mal zu so einem gewissen Zwist gekommen ist, weil die damaligen ja Politiker, Regierenden, die Bischöfe selber ernennen und erlassen wollten. Und da dann natürlich sofort der Vatikan interveniert und sagt, nee, das ist hier unsere Aufgabe. Ne? In geistliche Dinge habt ihr euch überhaupt hier gar nicht einzumischen. Aus Welt, also, ne? Und dass man sozusagen immer auch diese obere
ja, wie soll man das nennen, Hierarchie letztendlich, also immer die geistliche Macht immer unangreifbar ist, also die weltliche Macht niemals die geistliche Macht angreifen kann. Ja, und die Kirche muss natürlich davon ausgehen, dass ihre Bischöfe ihre allererste Treue dem Papst schwören. Wenn aber jetzt ein Bischof nicht vom Papst oder von der Kurie eingesetzt ist, der römisch-katholischen Kirche, sondern von dem Premierminister, König oder Präsidenten eines Staates, wem schwört der denn dann seine erste Treue? Immer doch denjenigen, der ihn eingesetzt hat, nicht wahr? Und das ist der Punkt, weshalb die römisch-katholische Kirche da so, ja, ich will beinahe sagen, extrem drauf reagiert, wie heutzutage, in der Zeit, in der wir heute leben, haben wir das ja zum Beispiel zuletzt in China gesehen, wo sich der chinesische Staat erlaubt hat, eigene Bischöfe einzusetzen. Und wenn wir in die deutsche Geschichte zurückgehen, dann ist das König Heinrich IV., der Gang nach Canossa. Ne? Er musste den Gang nach Canossa machen, eben weil er seine eigenen Bischöfe eingesetzt hat und nicht die Bischöfe des Papstes akzeptiert hat. Das kann natürlich eine römisch-katholische Hierarchie nicht durchgehen lassen, weil wenn die Leute nicht von ihr, von der Kirche, eingesetzt sind, dann schwören sie ihre Treue ja auch nicht dem Papst. Und das ist ja im Grunde eben immer das Problem. Diese Leute haben eine Machtfunktion innerhalb eines Landes, Deutschland, Portugal, wo auch immer jetzt, welches Land wir drüber sprechen, oder China. Sie haben eine Machtposition und diese Macht müssen sie gebrauchen, um eine bestimmte Agenda zu verfolgen. Wenn sie aber die Agenda der Politik verfolgen, verfolgen sie nicht die Agenda der Kirche. Zumindest in der Zeit damals, wo einige Herrscher anscheinend ja noch sich von der Kirche mehr oder weniger losgesagt haben. Obwohl die Bibel ja deutlich sagt, in Offenbarung Kapitel 17, dass die Könige der Welt Unzucht mit der Hure getrieben haben. Aber das heißt ja nicht, dass alle Könige zu allen Zeiten 100% Unzucht mit ihr getrieben haben. Es gibt da genau solche, die weggefallen sind, wie es auch in der römisch-katholischen Kirche heute gottesgläubige, wahre Christen gibt, die nur betrogen sind und da eben rauskommen sollen. Ein interessantes Thema, da kann man fast eine ganze eigene Sendung drüber machen, ne? Ja, definitiv. Ich finde auch, wenn man jetzt nochmal so aus Sicht der Bibel auch das sicherlich nochmal so sich betrachtet, dass natürlich niemand, kein Mensch einen gewissen noch Sonderstatus oder eine Immunität innehat, sage ich mal, vom Schöpfer aus gesehen. Also letztendlich sind wir Menschen alle gleich und da gibt es keinen Sonderstatus für irgendjemanden. Und ich denke, der Punkt, den du auch eingeholt hast mit gerade diesen Kindesmissbrauchsskandalen von der römisch-katholischen Kirche und ihren Priestern oder auch den Nonnen, dass sicherlich das auch dann Symptome sind und Auswirkungen dessen, dass diese Menschen diese von ihnen oder vom Papst übertragene Immunität dann auch so ausleben, ja, dass das letztendlich ja, zu Übel und Abgründen führt. Ja, und um nochmal auf die Bibel zurückzukommen, die du gerade so schön angeführt hast, in der Bibel steht drin, dass der Gott, unser Schöpfergott, eine Person oder die Person nicht respektiert. Ne? Genauso wie du meintest, vor Gott müssen wir alle vor dem Gericht dann stehen. Ne? Ja. Ja. Gut, dann fahren wir nochmal fort. Sogleich nach Empfang der soeben genannten Depeschen, wo jetzt hoffentlich deutlich geworden ist, worum das hier ging und was die Problematik, die das beinhaltet, im Grunde betrifft. Sogleich nach Empfang der soeben genannten Depeschen überreichte sie der am römischen Hofe akkreditierte portugiesische Gesandte Franz de Almada de Mendoza der päpstlichen Kurie und alle Welt war nun aufs Höchste gespannt, welche Antwort die Kurie geben würde. Besser in die Verhältnisse Eingeweihte konnten sich schon im Voraus denken, was folgen müsse, weil sie wussten, welch schwacher Mann Papst Clemens XIII. War. Und wie er sich in allem vom Kardinalstaatssekretär Torrigiani, dem nahen Verwandten des Jesuitengenerals Ricci, beherrschen ließ. In der Tat antwortete auch Antichrist Clemens XIII. In rein jesuitischem Sinne. Zwar allerdings lautete das vom 11. August datierte und unmittelbar an den König von Portugal gerichtete päpstliche Schreiben noch ziemlich ausweichend,
Und es wurde darin der Monarch, nachdem den Jesuiten im Allgemeinen das überschwänglichste Lob gezollt war, nur gebeten, gegen die in den Königsmordprozess verwickelten Söhne Loyolas milde zu verfahren und ihnen namentlich das Leben zu schenken. Allein ein Breve ganz anderen Inhalts ging zu gleicher Zeit an den Gesandten des Papstes in Lissabon, den Nuntius Acciaiuoli von Rom ab, denn in diesem Breve wurde der Nuntius instruiert, in der Jesuitenangelegenheit der weltlichen Regierung Portugals auch keinen Fußbreit nachzugeben. Da bestätigt sich das, was ich gerade eben bereits angenommen habe, ne? Im Gegenteil ersah man aus demselben Breve, Pombal hatte sich eine Abschrift davon zu verschaffen gewusst, nur zu deutlich, wie die in Rom damals allmächtige Jesuitenpartei ganz ungescheut darauf hinarbeitete, einen förmlichen Bruch zwischen dem Papst und der Krone Portugals herbeizuführen, in der festen Überzeugung, das Ministerium Pombal werde dadurch bei dem gut katholischen portugiesischen Volke so verhasst werden, dass der König aus Furcht vor einer Revolution ihm den Abschied geben müsste. Zu dem gleichen Zwecke setzte sich auch der Nuntius Acciaiuoli mit den vornehmsten Adelsgeschlechtern Portugals insgeheim in genaue Verbindung und sammelte selbst unter den näheren Angehörigen des Hofes, das ist unter Personen königlichen Geblüts, welche den Jesuiten innerlich immer noch mit Leib und Seele durch die Beichte ergeben waren, Parteigenossen. Kurz, es wurde ein großer Schlag vorbereitet, welcher den Söhnen Loyolas wieder zu ihrer früheren Allmacht in Portugal verhelfen sollte. Allein Pombal kam demselben zuvor. Kategorisch ließ er durch den Gesandten Almada eine bestimmte Erklärung von der päpstlichen Kurie fordern, ob sie seine gerechten Forderungen zu befriedigen willens sei oder nicht. Und als diese Erklärung nicht gegeben, vielmehr dem Gesandten sogar die erbetene Audienz beim Papste verweigert wurde, so beschloss der energische Minister, sich selbst Recht zu verschaffen. Mit anderen Worten, er beschloss, die Schuldigen unter den Jesuiten, welche in Portugal oder in dessen Kolonien lebten, auf eigene Faust und ohne alle weitere Rücksicht auf den römischen Hof sofort einzustecken und in den Kerkern festzuhalten, die anderen aber für immer und ewig aus dem Staate zu verbannen, und zwar unter Androhung der schwersten Strafen bei ihrer etwaigen heimlichen oder offenen Rückkehr. Das betreffende Dekret wurde schon unter dem 3. September 1759 ausgefertigt und vom Könige unterschrieben. Doch zögerte Pombal mit dessen Bekanntmachung und Ausführung noch volle 14 Tage lang, ohne Zweifel in der Erwartung günstigerer Nachrichten vom Rom. Das kannst du genauso gut auf den Weihnachtsmann warten. Wie aber diese nicht kamen und wie die Gefahr, in der er schwebte, immer höher anschwoll, da bedachte er sich nicht länger und überschritt, ohne zu zittern, den Rubikon. Ja, er verbrannte sogar die Brücke hinter sich, um ja nicht mehr umkehren zu können. Und erst jetzt überzeugten sich die Söhne Loyolas von der riesigen Größe ihres Gegners. Schon die Sprache, welche Pombal in dem Dekrete gegen sie führte, war eine vernichtende. Nachdem er nämlich alle die Schändlichkeiten und Verbrechen, deren sich die Jesuiten in Portugal gegen den König und den Staat schuldig gemacht, genau durchgegangen und für jede einzelne Tat die nötigen Belege anführte, lässt er den Monarchen also weiterverfügen. Zitat: Um nun meine königliche Ehre, welche gleichsam die Seele und das Leben der ganzen Monarchie ist, zu schützen, um meine Unabhängigkeit als Souverän und Regent unverletzt zu erhalten. Ja, hier muss ich nochmal ganz kurz kommentieren. Der Papst akzeptiert einen König eines Landes nicht als souverän. Nur der Papst ist souverän. Das ist also wieder eine reine Revolte. Ne? Muss man immer im Hintergrund bitte im Hinterkopf verstehen und behalten. Um so große und außerordentliche Ärgernisse aus der Mitte meines Reiches zu entfernen und meine Untertanen vor ähnlichen grässlichen Vorkommnissen nebst deren traurigen Folgen zu bewahren, erkläre ich die genannten Religiosen, die Jesuiten nämlich, für so durch und durch verdorben,
und von ihren heiligen Ordensregeln abgewichen, dass sie durch ihre unzähligen, verabscheuungswürdigen und aufs tiefste eingewurzelten Laster ganz unfähig geworden sind, jene Regeln je wieder beobachten zu lernen. Ich erkläre sie für notorische Rebellen, für notorische Verräter, Feinde und Friedensstörer, welche sich meiner königlichen Person und Regierung, der öffentlichen Ruhe meiner Reiche und der allgemeinen Wohlfahrt meiner Untertanen widersetzt haben und noch widersetzen und befehle somit allen, dass man sie als solche Rebellen und Verräter halten, ansehen und behandeln soll. Kraft dessen also erkläre ich sie für denaturalisiert, verwiesen, geächtet und verbannt und verordne, dass sie aus allen meinen Königreichen und Herrschaften ausgestoßen werden sollen, ohne jemals wieder darin zurückkehren zu können. Ich gebiete endlich allen meinen Untertanen, wes Standes und Gewerbes sie auch sein mögen, bei unerlässlicher Todesstrafe und Konfiskation der Güter zum Vorteil meines Schatzes, dass sie weder mehreren noch auch nur einem der besagten verjagten Religiosen, also Jesuiten, Zutritt geben oder sich mit ihnen in Verbindung setzen oder irgendeinen Verkehr, es sei mündlich oder schriftlich oder durch einen Dritten, mit ihnen unterhalten. Dem Doktor Emmanuel Gomez de Carvalho aber, als dem Senator des Palastes und Großkanzler meiner Reiche, befehle ich, dass er gegenwärtiges Gesetz in der Kanzlei bekannt mache und dasselbe abschriftlich, also urschriftlich, an alle Tribunale, Hauptstädte der Provinzen und übrigen Städte meines Reiches schicke, um es dort einregistrieren zu lassen. Ende Zitat. So lautete die Sprache in dem Dekret, welches alle Jesuiten aus dem portugiesischen Staate verbannte. Und man wird mir zugeben, dass sie nicht energischer gelautet haben können. Nicht minder energisch übrigens ging man bei der Ausführung des Dekrets zu Werke und schon am 17. September segelte das erste mit 123 Jesuiten beladene Schiff aus dem Tajo nach Civita Vecchia im Kirchenstaate ab. Dorthin vornehmlich hatte Pombal beschlossen, die Söhne Loyolas zu senden, damit sie sich alle bei ihrem großen Freunde und Beschützer, dem Papste nämlich, sammeln könnten. Der zweite Transport ging am 7. Oktober mit 117 Jesuiten ab und so folgten in angemessenen Zwischenräumen noch 5 weitere Transporte, welche in allem und allem gegen 1200 Söhne Loyolas im Kirchenstaate absetzten. Vergeblich hofften die guten Patres, das Volk, dessen Geist sie so lange beherrscht, werde sich für sie erheben und den Gewaltakt Pombals durch eine Revolution entgegentreten. Keine Hand regte sich für sie, und an manchen Orten verwünschte man sogar ihr Angedenken. So wurde die Verjagung der Jesuiten aus ganz Portugal mit größter Ruhe zu Ende gebracht, und nach Jahresfrist sah sich dieses Reich mit allen seinen Kolonien ganz gründlich von der schwarzen Kohorte befreit. Doch nein, ich habe Unrecht, so zu sprechen, denn Pombal sandte nicht alle Mitglieder des Ordens Jesu nach Italien, sondern behielt einen Teil von ihnen, die schuldigsten und gefährlichsten, zurück. Es waren dies außer jenen 11, die ich weiter oben schon namhaft machte, noch weitere 113, meist Provinziale, Prokuratoren, Rektoren und sonstige hervorragende Persönlichkeiten, die man schließlich alle in der auf einem Felsen im Meere 3 Stunden von Lissabon gelegenen Festung St. Julian unterbrachte. Hierunter befanden sich die Jesuiten aus allen Nationen, insbesondere aber auch nachfolgende Deutsche. Rutger Hund, ein Niederrheiner, Franz Wolf aus Böhmen, Ignaz Cementaroni, Österreicher, Martin Schwarz, Oberdeutscher, Josef Kühling, Österreicher, Moritz Thoma, Augsburger, Jakob Müller, Niederrheiner, Jakob Delfahrt, Elsässer, Lorenz Kaulen, Niederrheiner, Anton Münsterburg und Anselm Eckart, beide vom Oberrhein,
Johann Koffler von Prag, Jakob Graf, Niederrheiner, Johann Brauer, Westfäler und Matthias Piller, ein Österreicher, bei Namen. Dort starben, also auf diesem Felsen, dort starben in der Zeit von 1759 bis 1777 ihrer 39, jedoch meist in hohem Alter. Ihrer 36 brachte man anno 1767 nach Italien zu ihren vorangegangenen Brüdern und der Rest, mit Ausnahme eines einzigen, dem man schon früher den Prozess machte, wurde 1777 nach dem Tode des Königs Joseph straffrei entlassen. Dieser einzige war der Pater Gabriel Malagrida, von welchem weiter oben schon mehrfach die Rede gewesen ist. Einer der einflussreichsten unter den Söhnen Loyolas in Lissabon, dem man die Hauptschuld des Attentats auf den König vom 3. September 1758 beimaß. Weil aber der Papst zu Rom dem Marquis de Pombal die Vollmacht, Geistliche wegen weltlicher Verbrechen vor ein weltliches Gericht zu stellen, nicht erteilte, wie ich vorher gesagt habe, so übergab man den 72-jährigen Greis dem despotischen Gericht der Heiligen Inquisition und dieses verurteilte ihn wegen Ketzerei und anderen ähnlichen Missetaten zum Tode durchs Feuer. Diese Strafe erlitt er am 20. September 1761, denn der König fühlte sich nicht bewogen, ihn zu begnadigen, und da er somit ganz alleine für alle seine Genossen mit dem Leben büßen musste, so ist es kein Wunder, wenn ihn die Letzteren nachher für einen heiligen Märtyrer ausgaben und als solchen verehrten. Und ich glaube, wenn wir den heutzutage uns im Internet anschauen würden, dann werden wir wahrscheinlich feststellen, dass er inzwischen schon längst selig, wenn nicht gar heilig gesprochen wurde von der römisch-katholischen Kirche. So verfährt sie nämlich. Solches war das Schicksal der Jesuiten in Portugal. Und man muss es gewiss eine außerordentliche Erscheinung nennen, dass die erste Austreibung derselben gerade von einem Hofe ausging, der ihnen früher jahrhundertelang so sklavisch gehorcht hatte. Allein solches war auch nur dadurch möglich, dass ein Marquis de Pombal das Regiment führte. Denn nur ein Mann seiner Tatkraft, nur ein Mann seines Genies und seines eisernen Willens konnte es wagen, einen Orden Trotz zu bieten, welcher seither als das Orakel der Könige und der Abgott des Volkes gegolten hatte. Natürlich übrigens konnte die Folge dieses kühnen Schrittes keine andere sein als ein Aufschrei der grässlichen Wut von Seiten der ganzen Sozietät Jesu. Und ihr General lag von nun an dem Papst Clemens XIII. Beständig in den Ohren, das Königreich Portugal sofort mit einem Interdikte zu belegen. Letzteres wagte aber der Heilige Vater doch nicht, indem ihm die Vernünftigeren unter den Kardinälen zu verstehen gaben, dass die Zeiten eines Hildebrand vorüber seien. Hildebrand, das war derjenige, der den vorhin von mir bereits angeführten deutschen König Henry IV. Zum Gang nach Canossa bewogen hatte. Ja? Hildebrand, Gregor der Siebte war es, glaube ich. Also, die Zeiten eines Hildebrand seien vorüber und die Völker sich nicht mehr allzu viel um eine Bannbulle bekümmern würden. Im Gegenteil könnte aus einem solchen Vorgehen leicht ein großer Schaden erwachsen, wenn es dem Marquis de Pombal etwa beifiele, Portugal von Rom ganz unabhängig zu machen und ein eigenes Kirchenregiment unter einem lusitanischen Patriarchen zu bilden. Jetzt weiß ich zwar nicht, was ein lusitanischer Patriarch ist, aber mit anderen Worten fürchtet der Lorenzo Ricci hier das, was der König Heinrich VIII. Ja in England bereits im 16. Jahrhundert gemacht hatte. Nämlich England mehr oder weniger, zumindest was die Kirche angeht, von der Kirche Roms vollständig losgesagt hat. Das will er hier probieren zu vermeiden. Somit unterblieb der beabsichtigte Bannstrahl, aber zu einem Friedensbruch zwischen Rom und Lissabon kam es deswegen doch. Am 5. Juli 1760 nämlich verließ der portugiesische Gesandte, von allen seinen Landsleuten begleitet, Rom,
da er die ewigen jesuitischen Insulten, also Beleidigungen, nicht mehr auszuhalten vermochte. Und schon einige Wochen zuvor, am 15. Juni, hatte Pombal dem päpstlichen Nuntius, der sich einer Ungezogenheit gegen das königliche Haus schuldig machte, seine Pässe mit dem Bedeuten zustellen lassen, dass er innerhalb 4 Tagen die Grenzen Portugals hinter sich haben müsse. Mit der Abreise dieser beiden Gesandten hörte jede Verbindung zwischen Portugal und dem Kirchenstaat vollständig auf, und die Jesuiten sorgten auch dafür, dass, solange Antichrist Clemens XIII. Herrschte, keine Versöhnung zustande kam. Die Toren, sie meinten, ohne den Papst könne kein katholischer Staat existieren und der König von Portugal müsse deswegen über kurz oder lang zu Kreuze kriechen. Allein der Staat Portugal existierte und Don Josef I. kroch nicht zu Kreuze, trotzdem der Papst 8 volle Jahre lang aus Portugal sozusagen exiliert war. Eine schöne Geschichte, mit der dieses Kapitel hier endet. Und man könnte jetzt vermuten, der Marquis de Pombal hätte einen Sieg auf ganzer Linie davongetragen. Da muss man sich nur mal in 2018 umgucken, wieso Portugal immer noch so ein erzkatholisches Land ist. Und das genau ist das Problem. Und das genau war auch das Problem mit Bismarck, wo ich jetzt gar nicht weiter drauf eingehen will. Ich will euch nur kurz die Zusammenhänge in der Hinsicht erklären. Ich kann vielleicht die Jesuiten verbieten. Ich kann ihre Professhäuser schließen. Ich kann ihre Bildungseinrichtungen schließen. Ich kann ihre Klöster und ihre, also Nonnenklöster und Mönchsklöster und alles, kann ich alles schließen. Aber ich kann nicht die ganze römisch-katholische Saat in meinem Staat vernichten. Leider. Der Mensch kann das nicht. Das ist unserem Herrn vorbehalten. Deswegen er sagt, das Unkraut wird mit dem Weizen zusammen aufwachsen und wenn die Zeit der Ernte gekommen ist, dann wird das Korn vom Kaff geschieden werden, dann wird der Weizen in die Ernte eingefahren, wird in die Scheune gefahren und das Unkraut wird vernichtet und verbrannt werden. Ein menschliches Regime kann das nicht. Man wird immer römisch-katholisches Sauerbrot, Sauerteig in seinem Land belassen. Und das kleinste römisch-katholische Sauerteigstück ist genug, um den ganzen Teig, das ganze Land, die ganze Nation zu verderben. Das beste Beispiel dafür ist, dass in den Vereinigten Staaten von Amerika zur Zeit der Gründung dieser Nation 1776, halt mit der Unabhängigkeitserklärung oder halt mit der Gründung des Staates 1789, wie ihr auch wollt, knapp etwas weniger als 2% der 2,5 Millionen Bevölkerung dieser Nation katholisch waren. Und wenn wir uns anschauen, wie sich das geschichtlich entwickelt hat zwischen 1789 und wo wir heute leben, gerade mal 230 Jahre später, wie katholisch die Vereinigten Staaten von Amerika heute sind, was von dem Protestantismus da noch übergeblieben ist, daran sehen wir, wie gefährlich es ist, wenn man das nicht mit Stumpf und Stiel an der Wurzel ausrottet, dann hilft es nicht, die Jesuiten rauszuschmeißen, der Katholizismus bleibt darin. Der Katholizismus ist eine verdammt abergläubische Religion. Und wenn ich diese Religion nicht zusammen mit ihren Vertretern rausschmeiße, dann ist das im Grunde eine unbegonnene Arbeit. Oder eine Arbeit, die ich nie richtig vollenden kann. Und das ist eine Lehre, die wir dieses Video heute schauen, dieses Buch heute lesen, daraus ziehen sollten und sagen, wenn wir den römischen Katholizismus nicht mit Stumpf und Stiel ausrotten können, dann müssen wir uns da zumindest, soweit wir können, in unserer Situation, in der wir sind, davon lossagen. Und das kann ich vor allen Dingen darin machen, indem ich dafür sorge, dass ich in dieser Welt keine Wurzeln mehr habe, sondern dass ich meine Wurzeln schlage im Königreich Gottes. Das, ich weiß es, im Augenblick noch zwischen Anführungszeichen Theorie ist. Dass ein
geistliches Königreich ist. Es ist sich nicht auf dieser Erde manifestiert. Aber ich muss dafür sorgen, dass ich hier meine Wurzeln in diesem antichristlichen System so wenig wie möglich schlage, sondern meine geistigen Wurzeln schlage. Genau wie in der Bibel geschrieben steht, da wo euer Schatz ist, da soll euer Herz auch sein. So, jetzt habe ich hier genug gesagt, jetzt möchte ich das Wort gerne an Michael lassen, weil ich glaube, der hat sich schon inzwischen einen ganzen Aufsatz an Kommentar geschrieben, was er jetzt gerne zum Ende dieses Videos noch uns zukund tun möchte. Bitteschön, Bruder. Ja, vielen Dank für die Lesung und vielen Dank für den interessanten Einblick in die Geschichte des doch schönen Staates Portugal. Ich habe die ganze Zeit überlegt, was ich denn jetzt zum Besten gebe. Mir fällt jetzt nicht der große Umhang ein, aber im Endeffekt finde ich es doch sehr interessant, dass diese ganze Geschichte noch so lange gar nicht her ist, dass sich jemand tatsächlich geleistet hat, da klare Kante zu zeigen. Und wenn ich mir halt einfach schaue, mit welchem Eifer da auch die Bevölkerung hinterher war, kann ich es mir nur so erklären, dass zu der damaligen Zeit der Glaube eine weit größere Rolle gespielt hat als in heutigen Zeiten. Und das finde ich halt einfach sehr, sehr, sehr interessant. Ich denke, wir würden heutzutage, selbst wenn die Leute um das Thema wüssten und denen es bekannt wäre, einfach die Massen nicht mehr zusammen haben, weil für die Religion halt nur noch eine lästige Pflichterfüllung ist und der einzige Vorteil für die meisten darin liegt, irgendwelche Feiertage zu haben, wo sie ausschlafen und können und Party feiern dürfen. Ich will dich jetzt nicht unterbrechen, Michael, aber gestatte mir eben zwei Dinge. Erstens möchte ich Viktor fragen, wenn er was zu sagen hat, hier gleich mit reinzukommen, anstatt nachher zu warten, dass du nachher zum Schluss was machen kannst. Wir können hier gerne mit drei Leuten diskutieren. Und der Punkt, Michael, den du sehr gut angebracht hast, ist, ich glaube, uns ist hier ganz deutlich geworden, dass die Leute zu der Zeit, also Ende des 18. Jahrhunderts, wo das jetzt stattgefunden hat, viel mehr begriffen haben, wie Religion und Politik zusammenhängen. Diese Zusammenhänge sind den meisten Leuten heute überhaupt nicht bewusst. Und deswegen ist es der Kirche und den Jesuiten so leicht gemacht, heutzutage, um die Menschen zu belügen, zu betrügen, zu indoktrinieren und von der Wahrheit wegzuführen. Stimmst du dem zu? Oder stimmt ihr dem zu, um Viktor damit einzubeschließen, bitte? Ja, also ich stimme denen auf jeden Fall auch zu. Es ist jetzt nur immer so die Frage, die mich jetzt doch so, was mir jetzt noch so vor Augen schwebt, den Leuten war damals ja aber sicherlich gar nicht so wirklich klar, wer der biblische, prophetische und historische Antichrist ist, oder? Naja, denen, die Bibel gelesen haben, ja, weil dadurch, dass ihnen die Bibel zugänglich wurde in ihrer eigenen Sprache, haben sie das ja gelernt. Das ist ja das, was Deutschland damals von dem Joch der römisch-katholischen Kirche befreit hat. Deswegen ist ja ganz Norddeutschland und Ostdeutschland, sage ich jetzt mal, protestantisch geworden, eben wegen der Erkenntnis. Das ist ja der wichtige Punkt, ein Punkt, den wir vielleicht viel zu wenig besprechen. Ich bin dir dankbar für das Stichwort, das du mir jetzt da gibst. Wer ist der biblische, historische und prophetische Antichrist? Der Papst. Das kann man aber nur wissen, wenn man das Wort Gottes in der Hand hält, wenn man das Wort Gottes liest. Ja? Und in der Zeit vor Martin Luther und seiner Übersetzung der Bibel aus dem Originaltext mehr oder weniger, ja? Wir wissen, Luther hatte nicht 100% die originalen masoretischen und Textus Receptus Unterlagen, also Basistexte, aber doch so weit, insoweit, dass seine Bibel zu mehr als 90% dem Original entspricht, in Deutsch. Damals, durch die Erkenntnis dieses Lesens, wurde den Menschen ja erst deutlich von, ey, der Papst ist der Antichrist, der Papst ist ein Regent aus Rom, der im Grunde hier in Deutschland, wo wir sitzen, seine Puppen nur einsetzt. Der Fürst, der Graf, der Baron, der Prinz, der König, der Kaiser, unter dem ich hier lebe, ist nur eine von Rom eingesetzte Puppe. Das versteht man aber erst, wenn man die Bibel in seiner eigenen Sprache zur Verfügung hat. Und das dunkle Zeitalter, die 1260 Jahre des Regierens des Antichristen, hat sich ja vor allen Dingen dadurch gekennmerkt, dass es die Bibel in der eigenen Sprache nicht gab. So, davon müssen wir jetzt mal ein Ding verstehen. Die meisten Leute konnten überhaupt nicht lesen in der normalen Bevölkerung, weil es gab keine allgemeine Schulpflicht. Die Leute gingen nicht zur Schule. Wer Bildung haben wollte, der musste in die Kirche eintreten. Nur durch die Kirche gab es damals Ausbildung überhaupt.
Ja? Wenn man also nicht irgendwie, ich sage jetzt mal von Adel war, also sowieso der Kirche schon immer gedient hat, weil der ganze Adel kommt ja nur daher her, dass sie sich dem, dass sie dem Papst gedient haben und die wurden dann mit Ländereien und Titeln belohnt, als sie dann aus ihren Kriegen zurückgekehrt sind. Wenn man also nicht von diesem Adelstand war oder nicht in die Kirche eingetreten war, hatte man überhaupt gar keine Bildung. So, dann konnte man gar nicht lesen. Dann gingen die Leute am Sonntag in die Kirche, weil wenn du am Sonntag nicht in die Kirche gingst, dann stand am Montag der Soldat vor der Tür und sagte, warum warst du denn am Sonntag nicht da? Deswegen wird ja heute so viel vor dem kommenden Sonntagsgesetz gewarnt, was wieder genau das gleiche ist wie damals. Man musste in die Kirche gehen und in der Kirche wurde dann aus der Bibel gelehrt, zwischen Anführungszeichen, ja, aus der Bibel gelehrt, aber die Messe war in Lateinisch. Das verstand der normale Bauer überhaupt nicht. Die bekamen eine Lehre in einer Sprache, die sie nicht verstanden, aus einer Bibel, die nicht korrekt war und so weiter und so weiter. So waren die Leute betrogen. Aber dadurch, dass dann die Reformation eingesetzt hat, erst in England mit, wie heißt er wieder, Wycliffe im 14. Jahrhundert, und dann weiter mit Tyndale im 16. Jahrhundert, Martin Luther im 16. Jahrhundert, Calvin im 16. Jahrhundert, die die Bibel dann übersetzt haben und aus Deutschland und England heraus in ganz Europa verteilt haben und die Leute die Möglichkeit hatten, das Wort Gottes das erste Mal in ihrer eigenen Sprache zu lesen und zu verstehen, weil natürlich dadurch, dass diese Bücher jetzt da auf den Markt kamen, auch die Ausbildung damit mit beikam. Auf einmal wurden ja Schulen gegründet, weil Leute, die gebildet waren, anderen Leuten, die ungebildet waren, die Möglichkeit gaben, etwas beizubringen. So ist ja überhaupt das ganze Schulsystem, das unabhängige Schulsystem entstanden, das dann leider nur wenige Jahre gedauert hat, weil schließlich kamen dann die Jesuiten 1540 auf den Markt, um das mal so auszudrücken, die dann sehr schnell ihre Methode des Lernens gegen das Lernen eingeführt haben, weil die ja merkten, wenn die Leute in Institutionen sind, wo das passierte, was Martin Luther gesagt hat, dass wir uns selber und unsere Kinder tagtäglich in der Schrift unterrichten müssen, als sie merken, dass das passiert ist, haben sie gesagt, wir müssen alles dafür tun, um die Leute von der Schrift eben wegzubringen. Das Lernen gegen das Lernen durch das Ratio Studiorum, das bereits so viel besprochen gewesen ist. Ja? Also der Punkt, ganz wichtig ist, die Leute haben damals erkannt, dass der Papst der Antichrist ist, weil sie die Bibel in der Hand hatten und weil sie verstanden hatten, wer ihr Unterdrücker ist. Aber heute leben wir in einer Welt, in der uns überhaupt nicht mehr deutlich gemacht wird, dass wir überhaupt unterdrückt sind, dass wir überhaupt Sklaven sind. Wenn ich nicht irgendwann mal anfange, für mich selbst zu denken, kriege ich das überhaupt nicht mit, dann bin ich mein ganzes Leben lang glücklicher Sklave. Vielleicht hier und da unglücklich, weil ich vielleicht zu viel Steuern bezahlen muss oder zu viel dies oder zu viel das oder hier und da zwickt es doch ein bisschen, aber im Großen und Ganzen, ach, da kann man ja mit leben. Ich kann ja Kompromisse machen. Ja? Und die Leute damals haben eingesehen, dass das Papsttum der Antichrist ist, darf man nicht vergessen, es gibt eine auf masoretischem und Textus Receptus basierte spanische Bibel. Portugiesisch ist nicht Spanisch, aber ich glaube schon, dass es die entweder in Portugal auch gab oder aber, dass die zumindest Zugang hatten zu der spanischen Bibel und dann das Spanische halt haben lesen können. Es gibt die spanische Bibel, es gibt die in Französisch, es gibt die in Niederländisch, es gibt die in Deutsch, es gibt die in Englisch. Damals zu der Zeit zumindest, die Leute wussten, wer der Antichrist ist. Heutzutage wissen sie es nicht. Warum? A, weil sie ihre Bibel nicht mehr lesen, B, weil die meisten Bibeln, die sie lesen, korrupte Bibeln sind und natürlich auch, ja, weil es die Leute nicht mehr interessiert. Ja? Aber bitte, ich wollte nicht so einen langen Monolog machen. Außerdem wollte ich Michael nicht unterbrechen, der war immer noch in seinem Fluss. Ich wollte nur sagen von Viktor, bezieh dich bitte in diese Diskussion mit ein, anstatt zu warten, dass ich nachher sage, so, jetzt kannst du was sagen, lass uns hier zu dritt drüber diskutieren. Derjenige, der was zu sagen hat oder zu fragen hat, bitte. Ich habe den Faden jetzt ein bisschen verloren. Ich muss ihn gerade mal suchen. Entschuldigung. Alles ist gut. Ist ja kein Ding. Ja, klar, aber ich meine, damals war halt einfach Buchlesen dann schon en vogue und heutzutage ist Buchlesen halt einfach nur was für Opis und für Uncoole. Und ich denke mal, da ist halt ein Wandel in den Generationen und ich sehe halt einfach immer diese große, große Fragezeichen. Denn für die Leute ist halt alles so unheimlich weit weg. Wenn wir schauen, dass wir jetzt in der Bundesrepublik Deutschland hier seit etwas mehr als 70 Jahren den sogenannten Frieden haben, der
da machen die Leute es sich einfach unheimlich schwer, sie zu überlegen, dass also alles irgendwo aufgrund von irgendwelchen anderen Sachen aus der Vergangenheit resultiert. Ne? Wer die Geschichte nicht begreift, der ist halt gezwungen und verdammt, sie zu wiederholen. Und das ist auch gerade mal alles hier in Portugal 250 Jahre und Pi mal Daumen her, ist eigentlich gar nicht so lange. Und ist aber für die Leute dann doch unendlich weit weg, weil heutzutage das Leben immer exponentieller, schneller und schneller und schneller läuft und immer schneller wird und durch Digitaltechnik, die Leute kommen gar nicht mehr hinterher, für die Leute halt alles wie aus einem anderen Jahrtausend wirkt. Und ich denke, da ist halt sehr, sehr großer Nachholbedarf von der Geschichte, die tatsächlich passiert ist und von der Geschichte, die uns nur erzählt wird. Im Endeffekt ist es so, ich habe mich seit Jahren mit Geschichte beschäftigt, weil ich halt in der Schule das halt als langweiligstes Fach überhaupt so begriffen und erlebt habe und da auch nie ein besonders guter Schüler gewesen bin, weil sich die Lehrer halt einfach nur an irgendwelche Pläne halten, die halt wiederum von irgendwelchen Lehrkörpern rausgegeben worden sind. Im Endeffekt haben wir damals gedacht, Geschichte wäre stinklangweilig und jetzt erst im Erwachsenenalter, kurz vor der Rente, da haben wir letzten Endes jetzt wieder ein Interesse geweckt, wo wir denken, Mensch, also das kann doch alles gar nicht sein. Hätten wir damals schon alles gewusst, ja, hätten wir das schon viel früher durchblickt, aber es ist so, wie es ist. Für die Menschen ist Geschichte insofern uninteressant, weil die keinen Bezug zur aktuellen Situation herstellen. Und das ist eben diese Illusion des souveränen Staates, diese Illusion einer Demokratie, die Illusion der Volksherrschaft, die letzten Endes auch durch Jesuiten über die Französische Revolution dann auch hierhin gebracht worden ist. Und die Leute können sich eigentlich ein Leben in einer richtigen Monarchie überhaupt nicht vorstellen. Und die einzige Staatsform, die mir vorschwebt, wo ich mich wohlfühle, ist eine Monarchie. Und da ist halt einfach mein König Jesus Christus. Amen. Viktor? Ja, den schließe ich mich an. Ich denke, die Lesung hat nochmal ganz gut so aufgezeigt, dass es aus weltlicher Sicht nichts wirklich nützt, weil wir sehen ja die Metamorphose. Also einst war Portugal haben die Jesuiten dann freie Hand gehabt, dann wurden sie rausgeschmissen und jetzt haben sie letztendlich ja wieder freie Hand. Eben deswegen habe ich den Punkt gemacht, entschuldige, dich hier eben zu unterbrechen. Ja, nee, deswegen ist richtig auch der Punkt, dass du sagtest, von was Martin Luther damals ja schon damals vor 500 Jahren sagte, im Grunde genommen, dass wenn wir nicht dafür Sorge tragen, dass unsere Abkömmlinge, Nachkommen täglich im Evangelium unterrichtet werden, dass dann nämlich die Schulen zu geöffneten Pforten der Hölle werden. Und das können wir jetzt ja auch, denke ich, ganz gut daran erkennen, an dieser Metamorphose. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt war, dass man eben den ganzen römischen Sauerteig aus dem Land rausschmeißen muss. Es hilft nicht, nur die Jesuiten rauszuschmeißen und den Rest der römisch-katholischen Hierarchie zu belassen. Und das ist der Fehler, den jedes Land damals gemacht hat. Deswegen sind die Jesuiten immer wieder gekommen. Ja, das ist der Punkt, den ich probiert habe, deutlich zu machen. Wenn ich nicht den Katholizismus mit Stumpf und Stiel aus meiner Nation ausrotte, wovon die Jesuiten ja nur ein Teil sind, ich muss den ganzen Katholizismus ausrotten, dann hole ich sie mir immer wieder rein. Das ist wie wenn einer Krebs hat und das hat überall seine Metastasen gebildet und ich nehme dann eine Metastase und operiere die raus, aber den Rest lasse ich drin, dann ändere ich doch nichts an der Gesamtsituation. Ja, genau eben. Und so muss man sich das vorstellen. Genau, und du musst gleichzeitig dem Patienten dann auch das richtige Rezept in die Hand geben, damit der Krebs nie wieder aufkeimt. Und das ist dann halt in dem Fall die Bibel. Und deswegen war es ja auch so wichtig, dass damals ja schon auch, ich sag mal, von den Reformatoren auch gleich das so hervorgehoben wurde, dass das täglich gelehrt werden sollte, damit es eben nicht zur Bildung von Metastasen von Krebs kommt. Richtig. Ja, ich denke, das hat das, glaube ich, heute die Lesung nochmal ganz gut aufgezeigt. Also wir können Petitionen machen, wir könnten was auch immer unternehmen, Jesuiten verbieten oder, ne? Es müssen zwei Dinge geschehen, was du sagtest. Zum einen muss die Wurzel muss komplett einmal entfernt werden und zum anderen müssen den Abkömmlingen muss das klar gemacht werden, dass es nicht wieder erneut zu so einem Befall kommt, sag ich jetzt mal. Ja,
Es gab mal einen sehr klugen Mann, der hat mal gesagt, dass die folgende Generation immer wieder die Freiheit verteidigen muss, die ihre Väter davor errungen haben. Und wenn das nicht passiert, dann werden diese Freiheiten wieder verloren gehen. Und ich denke, wenn man mit diesem Geschichtsverständnis, was man unter anderem auf meinem Videokanal bekommen kann, durch diese verschiedenen Lesungen und verschiedenen Geschichtsstunden im Grunde bekommt, wenn man darauf ein bisschen zurückschaut, dann sieht man das immer und immer wieder bestätigt. Jetzt doch mal eben zum Abschluss, mal ganz im Ernst. Deutschland, wollt ihr mich eigentlich verarschen? Seid ihr wieder auf einem extremen Rechtsruck oder auf einem extremen Linksruck, 70 Jahre nachdem wir Adolf Hitler und sein katholisches Regime in Deutschland hatten? Habt ihr immer noch nicht gelernt? Lasst ihr euch immer noch fangen von Parolen, ob sie jetzt von rechts kommen oder von links kommen? Habt ihr denn wirklich nichts gelernt? Es steht immer noch Großvaters Uhr anscheinend im Wohnzimmer anstatt die Bibel, ne? Auf dem Schreibtisch oder auf dem Couchtisch. So scheint es, ja. Das ist ein schöner Satz, um mit abzuschließen, Viktor. Michael, hast du noch ein Schlusswort? Sonst setze ich das hier. Mein Schlusswort war Jesus Christus. Ja, das war ein schönes, das einzige Schlusswort, das zählt. Jesus Christus kann man finden in der Bibel und deswegen schließe ich mit dem Satz, mit dem ich gerne schließe. Lest hauptsächlich erstmal die Bibel, lernt Jesus Christus kennen. Lest eure Bibel. Bis zum nächsten Mal, wenn wir hierbei zusammenkommen und den nächsten Teil aus Griesingers Buch lesen werden. Und lesen werden, wie in der Geschichte mit den Leuten verfahren wird, die eben die Bibel nicht gelesen haben. Wollt ihr dazu zählen und dieselben Fehler machen, dann lasst es. Wollt ihr das nicht, dann lest eure Bibel. Maranatha.